Zum Leben gehört auch der Übergang. Der Übergang in ein Jenseits, über das wir wenig wissen, was viele von uns berührt, wo wir Angst haben auch. Wie kann man den Übergang für Menschen, die dabei sind, in eine andere Welt zu gehen, harmonischer gestalten? Wie kann man denjenigen, die die Menschen begleiten, mehr Mut geben? Dazu möchte ich heute mit der Musikerin Frau Binner sprechen, die damit sehr viel Erfahrung hat. Liebe Monika Binner, vielen Dank, dass Sie aus München nach Leipzig raufgekommen sind. Sie sind ja ein sehr zurückhaltender Mensch. Es gibt keine Webseite von Ihnen. Es gibt ganz wenig Informationen über Sie im Internet. Es gibt wenigstens ein Büchlein und das trägt auch Monika Binner, den Namen, den Titel, den wir gewählt haben, hier zum Ausklang des Lebens. Was ist es, was Sie machen, mal äußerlich gesprochen, bevor wir zu dem kommen, was wirkt, wie wird es empfunden? Also, ich bin ja Harfenistin und ich gehe mit der Harfe zu Patienten auf der Palliativstation und im Hospiz, also zwei verschiedene Stationen. Und dort gehe ich ins Zimmer zu den Patienten. Und wenn die Patienten ansprechbar sind, dann frage ich sie. Also ich frage sie nicht, möchten sie Bach oder Mozart oder sowas, sondern ich frage, was sie brauchen. Brauchen sie was Ruhiges oder was Lustiges oder was Meditatives? Und dann finden wir den Weg zu einer bestimmten Musik, also je nachdem, entweder was Klassisches oder was Bayerisches, mitten in München, bayerische Volksmusik. Ich habe aber auch ganz viel Irisches, Keltisches und ja auch Volkslieder, manchmal wird gesungen. Und dann bin ich halt im Zimmer und nehme meine Harfe und versuche, die Wünsche der Patienten zu erfüllen und spiele für die Patienten und für die Angehörigen. Und Sie bieten es von sich aus an oder werden Sie angefragt, weil man Sie jetzt von den Ärzten und von den Krankenschwestern her schon kennt? Also das ist so, ich bin einmal die Woche auf der Palliativ und einmal die Woche im Hospiz. Ich bin zu einem festen Zeitpunkt da. Ja. Und das wissen alle, auch die Patienten. Und dann gehe ich also in die Zimmer rein. Ich bekomme natürlich vorher eine Übergabe, eine Patientenliste und bespreche auch mit den Pflegekräften, was los ist im Zimmer, ob der Patient ansprechbar ist oder verwirrt oder sterbend. Auch, ob er allein ist oder ob zu zweit auf dem Zimmer oder ist das? Doch, das weiß ich ja. Je nach Zimmernummer sind es Doppelzimmer oder Einzelzimmer. Ja. Seit wie vielen Jahren machen Sie das? Also genau genommen 18,5. Ja, liebe Monika Binner, dann wollen wir, nachdem wir das Äußere mal so besprochen haben und wir werden an der geeigneten Stelle auch einmal etwas Musik von Ihnen unter unser Gespräch legen. Es ist ja nicht möglich, dass man hier mit der großen Harfe herkommt. Ich möchte doch zu dem kommen, wie sind Sie darauf gekommen, dass Musik mit der Harfe zu spielen etwas sein kann, was Menschen beruhigen oder beglücken oder erfüllen oder harmonisieren oder wie auch immer kommt. Wie ist das entstanden? Also ich bin dahin geschickt worden, wenn man so sagen will, von der Schöpfung, weil eines Tages kurz vor dem Heiligen Abend 1999 war einfach die Idee in meinem Kopf. Da war in meinem Kopf, geh hin und spiel am 24.12. für die Menschen im Johanneshospiz. Und dann habe ich die Idee natürlich zuerst mal weggeschickt und habe gesagt, was soll denn der Käse? Ich bin ja daheim, Familie und alles. Aber diese Idee, die war dermaßen hartnäckig, das war unglaublich. Also die ist immer und immer hat's in meinem Kopf rum und geh dahin. So lang, bis ich halt da dann mal angerufen habe. Also ich war da noch nie gewesen, ich habe da keinen Fuß reingesetzt. Ach, da kannten Sie noch gar keinen? Gar nichts. Ich war noch nicht mal drin gewesen, ich wusste nur, wo es ist, weil es ist ja am Nymphenburger Schloss und da gehe ich ja öfters spazieren. Und ja, ich habe halt angerufen und dann, naja, es war eine lange, lustige Geschichte, bis ich dann dort war. Aber im Endeffekt war ich dann am 24.12.1999 um 17 Uhr auf so einem Platz im Gang gesessen. Und um mich herum waren lauter Patienten, im Bett teilweise, teilweise im Rollstuhl, Angehörige dazu, die Pflegekräfte und die Pflegedienstleitung.
die Schwester Ulrike, und die hat eine Andacht gestaltet. Mhm. Und ja, das war der Wahnsinn, das war unglaublich. Ich saß da und habe gedacht, ich kann es nicht fassen. Es war eine Atmosphäre voller Liebe und Güte. Wir haben miteinander Weihnachtslieder gesungen. Es wurde natürlich gebetet. Es gab die Kommunion, die vom Pater gesegnet war. Und Weihrauch wurde angezündet. Und dann habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Und wo ich dann fertig war und die Andacht war zu Ende, dann waren da alle und haben mich umarmt, haben mir frohe Weihnachten gewünscht, haben sich bedankt fürs Spiel. Ich habe nie jemanden gekannt vorher. Also es war so verrückt, dass ich immer noch Gänsehaut kriege, obwohl es schon so lang her ist. Und dann dachte ich einen Moment, das ist die Antwort auf einige Gebete, weil ich habe mir immer im Gebet gewünscht und habe gesagt, ich möchte so gern mal Weihnachten erleben, also richtig einen heiligen Abend, so wie man es halt fühlen möchte und wie man es eigentlich nicht kriegt. Und da war ich. Ja, ja, in dem Wort Weihnachten ist ja die geweihte Nacht, die Weihe drin. Das war's. Das war's. Es war so schön. Und dann habe ich mich halt auch verabschiedet und dann sagt die Schwester Ulrike zu mir so beim Verabschieden, was machen Sie eigentlich am 26.12.? Dann habe ich gesagt, ja, nichts Besonderes. Ah ja, dann kommen Sie wieder und spielen Sie nochmal. Ach. Und dann war ich am 26. wieder da und saß da genau an der gleichen Stelle und wieder saßen Patienten um mich rum oder die Türen waren auch auf, das ist dann über die Gänge geflogen. Und wo ich dann gegangen bin, sagt's, und was machen Sie am 1. Januar? Und dann bin ich wieder da gesessen und jetzt sitze ich immer noch, aber nicht mehr auf dem Gang, sondern dann durfte ich irgendwann in die Zimmer und näher zu den Menschen, weil es war oft so, dass die Menschen gesagt haben, jetzt ist die Zimmertür auf, ich mag aber nicht raus, weil nicht jede Krankheit macht einen Menschen schöner. Ja, und man möchte dann zurückgezogen sein, auch selbst im Bett möchte man ja nicht einfach am Gang mit allen anderen sein, also das mag nicht jeder. Und dann bin ich halt so hin und wieder mal, ich möchte mal sehen, wer ist denn das, der da spielt? Und dann war ich schon immer wieder mal drin und dann war es eigentlich so, dass es sich ergeben hat. Und dann war eine lange Zeit, wo ich zweimal die Woche da war. Und das war natürlich bombig. Und das war Palliativ oder Hospiz, diese? Der Anfang war im Johanneshospiz. Im Hospiz, ja. Ja, nur ist das Johanneshospiz dann nach ein paar Jahren neu gebaut worden und unter ganz neuer Leitung neu entstanden, aber mit dem alten Namen. Und die Palliativstation ist da jetzt, wo früher das Johanneshospiz war. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber für meine Arbeit ist wurscht, weil die sind da, die Patienten, und dann ziehen sie um. Was haben Sie denn beobachtet und welche Rückmeldung bekommen Sie, was Musik mit den Menschen macht? Und gerne würde ich zunächst mal darauf eingehen mit Menschen, die wissen oder ahnen, dass sie sich bald von hier verabschieden. Danach möchte ich schon aber auch darüber sprechen, wie Musik eventuell wirken kann, sozusagen bei normalen Krankheiten, wo man nicht unbedingt gleich denkt, man wird sich nach drüben verabschieden. Also was ist das, was macht das? Also da muss ich nur ganz kurz noch was dazu sagen. Nicht alle, die auf der Palliativstation sind, verabschieden sich nach drüben. Es werden eine ganze Menge Leute wieder entlassen. Also ungefähr 30%. Ja, darum sage ich es. Also ich habe auch normale Leute, die noch mal für ein paar Jahre heimgehen. Palliativ heißt ja lindern. Ja. Und es wird Schmerzen, Übelkeit, Schwindel. Ich dachte mehr ans Hospiz, weil bei Hospiz denkt man ja. Ziehen aber auch Leute aus. Letzte Woche zwei und die nächste Woche einer. Ja, wunderbar. Also hat Ihre Musik schon geholfen? Nein, das ist nicht nur die Musik, sondern das ist so, wenn es jemand sehr, sehr schlecht geht und er ist kommt immer weiter in diese Spirale nach unten und dann wird er plötzlich aufgefangen in einem wunderbaren Nest. Alle sind nett und beschützen ihn und gehen auf ihn ein und er bekommt Atemtherapie und perfekte Medikamente und man ist dann plötzlich zum Beispiel nach jahrelangen Schmerzen schmerzfrei. Puff, die Schmerzen sind weg und dann schöpfen die Menschen wieder Hoffnung. Und dann passiert es, dass es ihnen immer besser und besser geht und dass es dann heißt, ja, Entschuldigung, aber Sie sind überhaupt kein Hospizpatient mehr. Würden Sie bitte wieder ausziehen?
Aha. Also jetzt war erst deine Frau, die hat ein Dreivierteljahr noch zu Hause gelebt. Mhm. Das ist doch toll. Das ist wunderbar. Nochmal ja, zurück. Genau. Was macht die Musik, soweit Sie es beobachten können, die Musik speziell? Ich weiß schon, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Sie haben sie ja gerade beschrieben. Was macht die Musik aus Ihrer Sicht und was sind die Rückmeldungen von den Klienten oder Patienten? Also je nachdem, was die Patienten wollen, macht die Musik entweder, dass ich sie beruhige. Mhm. Ich habe ganz viele schöne Wiegenlieder, auch keltische und so. Also ganz oft sagen die Patienten, ich möchte gern schlafen. Ich bin so angespannt, ich kann nicht schlafen, ich bin aufgeregt. Und dann sage ich, ich verabschiede mich gleich, weil wenn sie schlafen, wecke ich sie ja nicht mehr auf und sage auf Wiedersehen. Also das ist eine große Aufgabe, die Beruhigung, die Entspannung und das Einschlafen lassen. Und das passiert sehr häufig oder fast immer dann auch bei diesen Menschen. Die, sind das besondere Lieder? Sie haben jetzt gesagt Wiegenlieder. Ja. Sind das wirklich so das, was wir im Deutschen, die klassischen Wiegenlieder, Sie haben gesagt, auch keltische, haben die eine bestimmte, ich bin leider kein Musikkenner. Ich weiß, was Sie meinen. Haben die einen bestimmten Rhythmus, eine bestimmte Schwingung? Ja. In den meisten Fällen sind es Dreivierteltakte. Mhm. Weil Dreivierteltakte durch das Schwingen oder Sechs-Achtel-Takte, das beruhigt, das entspannt. Also fast alle normalen Schlaflieder sind in diesem Dreiertakt. Wenn ich einen Zweiertakt nehme, das erdet, das macht was anders. Aha, und dieser Dreivierteltakt, der ist eher... Der ist schwingend. Schwingend. Ja, fast also das funktioniert gut. Aha. Auf der ganzen Welt gibt es Wiegenlieder und alle Mütter singen ihre Babys in den Schlaf und die tun das nicht, weil sie so schön singen. Und wenn dann die Patienten, wenn sie das nächste Mal kommen, was gibt es da für Rückmeldungen an Sie? Ach, das ist grandios. Sagen Sie, ich habe gar nichts mehr mitgekriegt von der Musik, ich bin gleich weggedöst und weggeschlafen oder gibt es... Ja, das kriege ich auch, aber also wenn ich mal drin war im Zimmer, dann bin ich eigentlich immer... Willkommen wieder. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, dass jemand sagt, jetzt hätte ich gern nochmal das ruhige Stück von letztem Mal und dann spiele ich es und dann sagt er, so ruhig ist es gar nicht. Also es kommt immer auf die Situation an, was gerade los war und welche Bedürfnisse gerade da waren. Gibt es eigentlich Untersuchungen, nicht von Ihnen, sondern von Wissenschaftlern möglicherweise oder Ärzten, darüber, wie Klänge, wie Musik therapeutisch wirkt. Ja, ja, massenhaft. Ganz besonders viel gibt's im Bereich Schmerzen, weil das wissen wenige, dass wenn ich Musik höre, dass das schmerzlindernd ist. Da habe ich gar direkt schmerzlindernd. Direkt schmerzlindernd. Also ich hatte eine Patientin, die kannte ich schon ganz gut und war schon oft bei ihr gewesen. Und dann komme ich mal zu ihr und dann saß sie im Bett und hatte die Füße so ganz angezogen und sagt, heute nicht, heute, ich kann nicht, ich habe so Schmerzen. Sie war ganz verkrampft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte, ich kann Ihnen helfen. Nein, nein, ich kann es nicht genießen und ich will nicht. Und normal ist ein Nein und ich gehe. Aber weil wir uns schon so lange kannten und weil ich wusste, ich kann ihr helfen, habe ich zu ihr gesagt, ich wette meinen Kopf. Und dann hat sie gesagt, Sie sind aber mutig, aber sie glaubt es nicht. Und dann habe ich gesagt, ist gut, ich spiele. Und dann habe ich gespielt und dann ging zuerst der eine Fuß ausgestreckt, dann der andere. Und dann lag sie immer flacher im Bett und dann sind ihr so die Tränen runter. Und sie hat gesagt, ich habe es doch nicht geglaubt, aber es hilft. Es ist so, die Musik geht... Können oder dürfen Sie sagen, was für Art von Schmerzen das waren? Waren das Leibschmerzen oder Verkrampfungen? Oder? Also Tumorschmerzen. Ah ja. Das ist eine Krebsstation. Ah ja. Und die allermeisten sind Tumorpatienten. Und die können schon sehr, sehr grausam sein. Mhm. Und man kann natürlich nicht endlos Medikamente geben. Ja. Weil irgendwann bringt man den Menschen um. Und eine gewisse Verkrampfung verhindert aber das Wirken von den Medikamenten, die können nicht ihren Weg gehen. Ja. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie wahnsinnig Kopfweh haben, dass man dann so angespannt ist und dann nimmt und es hilft nichts. Und wenn man diesen Weg öffnet, die Musik geht den gleichen Weg im Körper wie die Medikamente. Die geht über die gleichen Rezeptoren. Und die macht auf, lockert diesen Weg und dann kann das Medikament durch, ohne dass man noch eins geben muss. Und das ist die Wirkung. Würde das heißen, Frau Binder, dass Musik auch bei Anführungszeichen normalen Kopfschmerzen vielleicht hilft? Ja. Also jetzt nicht nur bei diesen
Bei allen Schmerzen. Es gibt Untersuchungen. Was für eine Art von, Entschuldigung, weil ich bin ziemlich sicher, dass ganz viele Menschen, die uns zuhören, jetzt denken, oh Gott, ja, ich habe auch so häufig Kopfschmerzen oder Migräne. Gibt es eine bestimmte Art von Musik, von der man weiß, dass sie eher hilft? Heilversprechen gibt es ja natürlich nicht, das ist ja klar. Aber gibt es eine Erfahrung, dass Sie sagen, diese Art von Musik hat sich bei Kopfschmerzen recht häufig gut bewährt, sagen wir es ganz vorsichtig. Das kann man ganz einfach sagen. Es muss eine Musik sein, die Sie mögen. Aha. Also wenn Sie keinen Hardrock mögen, dann können Sie keinen Hardrock auflegen und warten, dass der Schmerz besser wird, weil die Verspannung immer größer wird. Also nehmen Sie was, was Sie gerne hören, und zwar an dem Tag gerne hören. Weil man hat ja auch manchmal Musik, die man nicht jeden Tag mag. Also das ist eigentlich ein ganz praktischer Tipp, den ich jetzt gerne nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal sage. Ich weiß, Sie haben alle gut zugehört, aber manchmal ist es gut, dass man sich das nochmal daran fest erinnert. Es gibt unterschiedliche Musik, je nachdem, wie man sich gerade fühlt. Bei Schmerzen ist es wichtig, dass man die Musik sich anhört, die man an dem Tag gerne mag. Genau. Das ist wie beim Essen. Nach dem, was Sie Bedürfnis haben, das hilft Ihnen. Und deswegen frage ich ja die Patienten, was brauchen Sie? Und es gibt ja ab und zu auch Patienten, die im Koma sind oder im Wachkoma sind. Ja. Und wahrscheinlich, ich habe das selber mal erlebt, in Santa Fe in Neumexiko, 3 Monate lang einen älteren Herrn. Und bei dem habe ich ein paar Dinge mit bemerkt. Und deswegen frage ich Sie, gibt es irgendwelche Anzeichen, wenn bei solchen Menschen Musik gespielt wird, dass da irgendwas sich vielleicht doch noch entspannt? Oder wie ist das? Was sind Ihre Erfahrungen? Also es gibt Anzeichen direkt am Patienten. Mhm. Also was manchmal passiert ist, dass plötzlich der Patient weint, dass Tränen kommen. Man könnte natürlich sagen, ja, die Augen tränen. Aber wenn vorher keine tränenden Augen waren und vor allem ziemlich viel tränende Augen sind, also das ist zum Beispiel ein Zeichen. Was sich auch noch ändert, ist die Atmung. Also manchmal wird die Atmung immer ruhiger, immer flacher und die Pausen dazwischen immer länger. Das kann also harmonischer, könnte man sagen, oder nein? Ja, aha. Also es ist so, wenn jetzt jemand in Sterbeprozess kommt, dann werden die Pausen ja oft immer länger. Da gibt's ja ganz lange Pausen, also manchmal von 2 Minuten oder so. Dann denkt man schon, der schnauft ja gar nicht mehr, aber es stimmt nicht. Ja. Dann holt er nochmal Luft. Und ich glaube, das ist dieses nach unten das gehen. Das Ausklingen sozusagen. Ich meinte jetzt weniger bei den Menschen, die wirklich schon rübergehen, sondern verändert sich auch die Atmung bei Anführungszeichen normalen Koma-Patienten. Auch bei normalen. In Anführungszeichen, das ist immer so schwierig, das auszudrücken. Ja, richtig. Aber auch bei ganz normalen Menschen, wenn Sie zum Beispiel Kinder anschauen, die einschlafen oder Sie schlafen ein, da wird Ihre eigene Atmung immer ruhiger und langsamer und entspannter. Das gehört zum Entspannen dazu. Bei Entspannung komme ich zu einem Thema, was ich kurz anreißen möchte. Wir hatten das im Telefongespräch kurz angesprochen. Meditationsmusik ist gar nicht immer gut, sagten Sie, glaube ich, nicht? Also nicht das, was Sie jetzt... Also diese... Klingelingelingelingeling. Ja, oder da noch ein bisschen Vögel zwitschern oder Windrauschen und so eine Art Teppich, so eine Art Klangteppich. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, wirklich die Erfahrung, dass das sogar sehr gefährlich sein kann. Das ist eine Musik, die ist haltlos, sage ich. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel nach dem ganzen Stress vom Tag in Ihren Yogakurs gehen und Sie legen sich hin und Sie hören diese Musik, dann können Sie das genießen und endlich mal loslassen. Mhm. Manche sagen ja, ich schwebe durch den Raum oder durchs Universum. Mhm. Aber wenn Sie sich vorstellen, Menschen, die kurz vorm Tod sind, also ich würde sagen, 95% oder 99% haben sehr, sehr viel Angst. Ja. Und jetzt ziehen Sie ihnen den Boden unter den Füßen weg und die fangen an zu fallen. Ja. Das ist sehr, sehr gefährlich. Also ich habe einen Patienten erlebt, der hatte ein Katheter, ein Perfuser, eine Ablaufpack, also der war total verkabelt und er war sturzgefährdet. Er durfte eigentlich gar nicht aufstehen, weil er sehr wackelig war. Und dann hat die Schwester zu mir gesagt, es war so still im Zimmer, ich habe ihm mal eine CD rein. Und die hatte eine gute Nase, weil sie ist 10 Minuten später ins Zimmer, weil sie irgendwie so ein Gefühl hatte.
dann hat er den Katheter auseinandermontiert gehabt und eine Riesensauerei angerichtet und alles und stand an dem Tischerl, ist vom Bett bis zum Tischerl, wo der CD-Spieler war, nur um dieses Ding auszumachen und war vollkommen fertig. Sie haben mir nämlich auch im Vorgespräch gesagt, dass manchmal sogar Volksmusik oder lustige Weisen oder... Ja, klar. Die Menschen sagen zu mir, ach, ich bin so traurig und den ganzen Tag bin ich so traurig. Ich möchte doch mal raus. Können Sie mir was spielen, dass ich mal lachen kann, dass ich Freude habe? Und dann Mai in Bayern, dann spiele ich Volksmusik und dann erzählen sie mir, ach, da waren wir in Tirol beim Wandern und da waren wir beim Essen und dann kommt ganz viel hoch und ganz viel Freude ist da. Und auch für junge Leute. Ich hatte mal einen 30-jährigen Patienten, der hat ganz viel angehört und nach dem 5., 6. Mal, wo ich da war, sagte, ach, das mit der Volksmusik habe ich noch gar nicht probiert. Das probieren wir heute. Und dann habe ich für ihn gespielt und dann sagt er, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, das ist ja super. Und die Woche drauf war seine Mama da und dann sage ich, und was spiele ich heute? Und er sagt, Volksmusik. Und dann schaut sie so und sagt, Volksmusik? Und dann sagt er, Mama, das ist coole Musik. Also es passieren tolle Sachen. Sehr schön. Sie sind ja nun jemand, die sehr, sehr zurückhaltend ist, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja. Es gab mal hier einen Artikel, aber vor ganz vielen Jahren, in der Süddeutschen Zeitung, das ist vor 14 Jahren, sanfte Töne als Begleitung zur letzten Reise in der Süddeutschen Zeitung war das gewesen. Dann gibt es hier, ich will doch gerne noch mal darauf aufmerksam machen, das Buch Zum Ausgang des Lebens, ein kleines Büchlein, das ist auch auf dem Sender, ist dann diese Bezugsquelle als Link angegeben. Das dient mir als Überleitung zur Frage, was ist eigentlich der spirituelle Hintergrund, wenn Sie trotz aller Privatheit doch ein Wort darüber sagen wollen. Was passiert eigentlich bei Ihnen, bei den Menschen, gibt es da so eine, durch Ihre Musik, eine Art Begegnung der Seele? Gibt es etwas, wo Menschen möglicherweise merken, aha, es gibt in mir etwas, was über die Person, über die Maske, über das, wie ich mich so kenne und wie mich die anderen kennen, hinausgeht? Ja, klar. Wenn man da am Bett sitzt und für jemand spielt, dann ist es Seelenkommunikation. Also ich bin ja nicht aus Holz, ich bin ja auch ein Mensch und habe auch eine Seele und ich mache einfach mein Herz weit auf und sag auf der Herzebene zu dem Menschen, hier bin ich für dich, lass mich spüren, was du brauchst, sag mir, wie es geht. Unser früherer Chefarzt, der Dr. Binsack, der hat immer gesagt, wenn er mir eine Patientin übergeben hat, diese Frau zum Beispiel, hat er gesagt, ist auf der Kopfebene nicht mehr erreichbar. Sprechen Sie sie bitte auf der Herzebene an. Das war ein Arzt, der das... Der Chefarzt? ...bemerkt hat und gemerkt hat, dass man dennoch in gewisser Weise sozusagen mitmenschlich oder auch therapeutisch tätig sein kann. Man kann mit jedem Menschen auf dieser Ebene in Kontakt treten. Also mit Koma-Patienten und mit Sterbenden. Ich kann nicht reden. Aber ich spüre, was er will, ob die Musik die richtige ist oder ob er es nicht will. Ich hatte einmal einen Koma-Patienten, den kannte ich nicht, für den habe ich einfach gespielt und es war alles wunderbar. Und dann hieß es, ja, der ist sterbend und die Woche drauf komme ich und es heißt, der ist wach. Und dann habe ich mir gedacht, ui, jetzt wird spannend, weil normalerweise kann ich ja nicht fragen, wie war denn die Musik? Eben, ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt, und bin hin und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich war letzte Woche da mit der Harfe und habe für sie gespielt. Und was sagt er? Ich weiß von nichts. Dann war ich vollkommen geschafft und dann hat er zu mir gesagt, aber wissen Sie was, ich mag Musik, kommen Sie doch rein und spielen Sie nochmal für mich. Und dann habe ich die Harfe geholt und bin rein. Und nach 3 Tönen, wo ich gespielt habe, macht er ganz große Augen und sagt, ach so, das war die Harfenmusik. Mei, da ist es mir so gut gegangen, das hat mir so gut gefallen. Und jetzt weiß ich's. Es kommt an. Ich weiß. Das heißt, er hat es auf einer gewissen Bewusstseinsebene, nicht etwa Unterbewusstsein, nein. Würde vermuten Überbewusstseinsebene oder Seelenbewusstseinsebene, Seele. Hat er das gehört, aber nicht mit einer, Anführungszeichen, weltlichen, irdischen Musik in Verbindung gebracht. Ja, er hat mir dann auch erzählt, bei uns wird sehr oft die Beine eingeölt.
bei den Patienten. Und da hat er mir erzählt, das war auch so toll. Also er wusste gar nicht so genau, was geschieht, aber da war so ein schöner Duft und so ein schönes Gefühl und die Musik und das Ölen der Beine. Trotz Koma das noch mitbekommen? Nicht mehr ansprechbar. Es hieß, er ist sterbend. Man kriegt ja, und alles vor allem nicht mit. Mehr ansprechbar, also keine Reaktion mehr. Nein. Man kann nicht mehr sich austauschen. Nein. Oder... Aber die Seele ist ja noch da und die lebt und die spricht. Liebe Monika Binner, was ist Ihre persönliche spirituelle Anbetung? Vielleicht wollen Sie nicht drüber reden, wäre auch in Ordnung. Aber vielleicht. Doch, das geht ja nicht, sonst wäre es ja nicht ehrlich. Also ich habe eine ganz tiefe Anbindung und ich habe auch jemand, der mich sehr, sehr gut beschützt und von dem ich inzwischen weiß, ich diese Botschaften kriege, von wem auch, weswegen ich dorthin geschickt wurde. Mhm. Es war so, nachdem ich ein Jahr lang ungefähr dort war, in dem Hospiz, da hat der Doktor mal zu mir am Gang gesagt, hat immer sehr nett Grüß Gott gesagt und immer einen netten Satz. Und da hat er zu mir gesagt, schön, dass Sie da sind, bei uns spielen. Und da habe ich ganz spontan zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich kann gar nicht anders. Ich muss das machen, das ist der Sinn meines Lebens. Und dann ist er weitergegangen und ich stand da und denke mir, hoi, was habe ich denn jetzt gesagt? Und dann wusste ich es. Also wenn man so eine Arbeit macht und so viel Seelenkontakte hat und auch so verrückte Sachen erlebt. Also es gibt Dinge, die würden Sie nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Also sagen Sie eine. Okay. Bitte, die Zeit haben wir. Also ich komme zu einer Patientin, die ich schon kenne und für die ich schon oft gespielt habe und eine alte Dame. Und die hatte niemanden mehr, gar niemanden, nur noch eine Schulfreundin aus der Grundschule. Und ich habe sie kennengelernt, diese Schulfreundin, als Margret. Mhm. Und diese Margret hat dann mal zu mir gesagt, Mei, sie regt mich so auf, dauernd muss ich Bananen und Schokolade und dies und jenes kaufen. Ich bin doch auch Krebspatientin, bin doch auch schon alt. Aber bloß weil ich noch rumlaufen kann und sie liegt im Bett, schickt sie mich immer rum. Und dann komme ich eines Tages auf die Station und es heißt im Stationszimmer, die Margret ist gestorben. Und die Patientin ist noch da und jetzt hat sie niemanden mehr. Wir sagen es ihr aber nicht, weil sie war auch schon sehr schlecht und vielleicht kriegt sie es ja gar nicht mit und sie trifft sie dann drüben. Und dann gehe ich ins Zimmer und sage zu ihr, möchten Sie denn gerne Musik haben heute? Und dann schaut sie immer so und schaut und schaut und plötzlich sagt sie, Sie haben jemanden mitgebracht heute. Da sage ich, echt, habe ich jemand mitgebracht? Und habe so geschaut, weil ich habe niemand gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich gehe mal näher her. Und dann schaut sie und dann sagt sie, Margret, Margret, ja endlich kommst du zu Besuch. Gut schaust du aus, du schaust so gut aus. Es war aber niemand. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, sie brauchen heute keine Musik. Ich lass mal die Margret da. Und dann bin ich wieder gegangen. Sie hat es gar nicht richtig mitgekriegt. Mhm. Ist aber nicht gelogen. Nein, nein, ich glaube nicht, dass es gelogen ist. Dadurch, dass ich mit Gordon Smith zusammenarbeite, ja. Einem Medium, der Botschaften aus der geistigen Welt übermittelt, ist mir das durchaus ein Begriff. Ich wollte einfach mal, dass manche von unseren Zusehern mitbekommen, dass es ganz viel Hilfe gibt. Ja, massenhaft. Das Buch habe ich ja schon zweimal gezeigt. Gibt es denn von Ihnen speziell ausgewählte CD oder werden Sie die mal machen? Oder nein. Ist es immer so individuell, dass Sie sagen, nein, das geht gar nicht? Also das muss individuell sein, für den Menschen persönlich und es muss live sein. Also wer es mal erlebt hat, wie die Live-Musik auf den Körper und auf die Seele wirkt im Vergleich zu einer CD, da schwingt ja mehr mit. Ja. Ich schicke ja in den Tönen meine ganze Liebe und meine ganze Bereitschaft, den Menschen zu helfen, mit. Manchmal bete ich auch, wenn so eine Spannung ist im Zimmer. Also das kann man auf einer CD, glaube ich, nicht aufnehmen. Ja, Monika Binner, dann von außen betrachtet her fragt man sich ja, warum machen Sie sich die Mühe, dass Sie von München nach Leipzig ins Studio kommen? Sie haben ja nichts zu verkaufen. Auch dieses Nein. Büchlein ist ja nun wirklich, das ist gerade praktisch ein Selbstkostenpreis und so weiter. Sie bieten keine Seminare an, soweit Nein. ich weiß. Nochmal ein letzter Wort von Ihnen dazu, was Sie im Wortsinne beseelt.
Also ich kann einfach nur die gleiche Antwort geben wie am Anfang, wo Sie gefragt haben, wie ich da hingekommen bin. Ich bin hierher geschickt worden. Der Gedanke in meinem Kopf, die Stimme hat gesagt, du hast deinen Job nicht gescheit gemacht. Und dann habe ich gesagt, wieso, was willst du noch? Jetzt gehe ich immer dahin und jetzt gibt es das Buch. Und dann hat die Stimme gesagt, heutzutage geht es übers Internet. Und dann habe ich gesagt, aber Leipzig ist voll ganz schön weit. Und dann hat sie gesagt, Berlin ist weiter. Ja. Und deswegen bin ich jetzt da. Und vielleicht mag ja jemand diese Arbeit auch machen, weil es ist das größte Geschenk im ganzen Leben, abgesehen von meinem Mann, das ich je gekriegt habe. Liebe Monika Binner, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich hoffe, dass doch der ein oder andere sich angesprochen fühlt, vielleicht mal hineinzuspüren, ob er eine ähnliche Arbeit aufnehmen möchte. Aber noch viel mehr Menschen werden sich, glaube ich, angesprochen fühlen, mal reinzufühlen, inwieweit Musik ihnen, gleich ob sie krank sind oder Schmerzen haben oder Menschen begleiten auf dem Weg, inwieweit Musik nicht zur Harmonie und zur Seelenberührung beitragen kann. Ich darf ein ganz herzliches Danke sehr sagen und ein herzliches Vergelt's Gott. Thanks, Gott.